Hallo Leute, ich bin's. Ich bin wieder zurück in Deutschland nach meiner Ferienzeit in Schweden. Und das jetzt wird ein Wolf Review sein und Update sein. Ich zeige euch mal die ganzen Wolf also Puppen, die ich habe, also bis jetzt und plus das Neueste, was ich bekommen habe, also gekauft habe in Schweden. Fangen wir mal hier an. Hier habe ich aus Fred's Camera Action Claudia noch in der Box. Und hier habe ich Howlin' Wolf Basic in den Zweierpack mit Claudine Wolf. So sieht sie aus. Und hier habe ich dann 13 Wünsche Howlin' Wolf. Mit ihrer Tasche und alles dabei habe ich noch separat gestellt. Und hier habe ich Howlin' Wolf, muss mich korrigieren, Howlin' Wolf Dance Class. Komplett mit alles drum und dran. Bis auf ein Ohrring am Öhrchen habe ich nicht mehr weg. Und hier habe ich Claude Wolf Basic. Und hier habe ich natürlich Claudine Wolf von den Zweierpack mit Howlin'. Und hier habe ich Claude Wolf wieder in Music Festival. Alles ist noch dran. Wie ihr sehen könnt, Plastik ist noch dran. Hier ist noch ein paar Plastik dran. Und hier habe ich aus Scaris Claudine. Und als Vergleich, nur damit ihr sehen könnt, ich finde, dass Claudine Scaris und Claudine aus der Reihe Wolf Family Pack von der Outfit her eigentlich nur Ähnlichkeit besteht. Die Haarfarbe ist identisch, bis auf die Ohrringe. So als kleines Close-up. Bei Claudine Scaris hat sie natürlich den Eiffelturm und hier hat sie keinen Eiffelturm, sondern nur ganz normale Ringe. Und ich finde, dass zum Beispiel die hier genauso ist wie hier, auch so fluschig. Flauschig. Und das hier erinnert mich auch sehr an das hier vorne von Claudine. Und anders sind die Schuhe nicht identisch, aber vom Stil her und vom Aussehen her finde ich, dass sie eine Gemeinsamkeit haben. Aber naja, machen wir weiter. Hier ist dann Claudine, Wolf Family Pack sowie Howlin', Claudia und Claude. Family Pack. So, das ist mein Update und kleines Review zu den Wölfen, die ich zurzeit habe. Ansonsten schreibt mir bitte unten einen Kommentar, was ihr davon denkt. Ich würde mich auf einen Daumen hoch freuen. Ansonsten liken, kommentieren, abonnieren.